Hey Igor, wie geht's dir, du Halunke? Hey ho, ihr zwei Weihnachtsmännchen. Ich hab mal wieder die Ehre, euch die Infos zu bringen. Das freut mich definitiv zu hören. Da mal her damit. Dann heb mal die Hand hoch, Ragnar. Hier sind die Infos. Jo, ich danke dir, Igor. Kein Problem, Ragnar. Und Ragnar 2, du auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und damit willkommen auf dem Collector Cave Kanal und zum 19. Türchen des Adventskalenders. Schnacken wir nicht lang und öffnen direkt das Türchen. Dieses Mal werden wir hier die linke Hand vom Kuribu öffnen und mal schauen, was wir da drin enthalten haben. Es ist hier eine Ultra Rare und auch eine sehr coole, wie ich finde, und zwar der Kuribandit. Schauen wir uns natürlich auch näher an. Der Kuribandit ist etwas anders als alle anderen Kuribus, wie ich finde. Und zwar hat er hier nicht ein Stern, sondern drei. Aber zumindest die Attribut und den Typen hat sie halt Finsternis und Unterwäldler, wie genau der Originale. Dann bei den Artika allerdings statt 300, 1000 und bei den Dev halt die 700. Und der Effekt ist wirklich sehr hilfreich. Vor allen Dingen in Decks, die halt mit Spezialbeschwörung arbeiten und eigentlich keine Normisham brauchen, könnte dies durchaus ein Normisham sein, die man verwenden kann, um halt Zaubern Fallenkarten auf die Hand zu bekommen und auch verwendbar ist in halt Zaubern Fallenkartenlastigen Decks. Ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu der Karte. Während der Endphase, falls diese Karte in diesem Spielzug als Normalbeschwörung beschworen wurde, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Grabe die obersten 5 Karten deines Decks aus. Du kannst deine Hand eine ausgrabene Zaubernfalle, also Zauber- oder Falle, hinzufügen. Zusätzlich lege die übrigen Karten auf den Friedhof. Hier haben wir natürlich den Nachteil, dass es in der Endphase passiert. Dennoch zum Beispiel in Lair of Darkness, wo sich der Diablos unter anderem triggert, um sich aufs Spielfeld zu bekommen. Des Weiteren haben wir in Lair of Darkness, also in dem Standardbild sage ich jetzt einfach mal, viele Zauber und Fallen dabei. Unter anderem halt die Viruskarten, die man damit auf die Hand sich suchen kann. Aber man kann da zum Beispiel auch unendliche Unbeständigkeit mit auf die Hand bekommen, was dann als Handtrap fungieren kann, wenn wir dann keine weiteren Karten auf dem Spielfeld haben. Von daher, ich finde die Karte definitiv interessant und zum Beispiel auch im BA könnte man sie verwenden, wo man allerdings nicht viele Zauber und Fallen spielt. Von daher ist das, denke ich mal, eher nicht so relevant in dem Deck. Aber ich denke mal so in Lair of Darkness, ich weiß auch nicht, ob man sie im pur Kuribu spielt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, zumindest diejenigen, die halt schon ein Kuribu-Deck gebaut haben. Weil ich ja auch mich dran setzen möchte und halt ein Kuribu-Deck für euch vorstellen möchte. Von daher, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob der Kuribandit dort hilfreich sein könnte. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Thema des Videos. Bevor wir jetzt allerdings starten werden mit den drei weiteren Karten, möchte ich nochmal auf einen Kommentar eingehen, und zwar von René Wilkinson. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für deinen Kommentar. Und zwar hat er mich da angesprochen, dass die Sachen, die ich beim letzten Mal, also von den Dual Overlord Spoiler, diese gar nicht bestätigt sind. Also es heißt, dass ich da quasi nur spekuliert habe. Aber ich möchte jetzt hier nochmal darauf hinweisen, dass diese Karten nicht 100% bestätigt sind. Einige davon schon. Und ich gehe aber auch davon aus, dass die meisten davon definitiv erscheinen werden, weil sie halt, wie gesagt, auch im OCG halt so rausgekommen sind. Was aber, wie René schon sagt, nicht bestätigt ist. Und damit verbreite ich natürlich dann mehr oder weniger Unwissen. Wo er auch recht hat, da, sage ich mal, Neueinsteiger oder diejenigen, die sich halt nicht wirklich mit den Infos beschäftigen, können die dann natürlich nicht wissen und glauben das, was ich sage, was ja aber auch nicht verkehrt ist, da die Karten, die ich vorgestellt habe, von den Effekten und all dem, was sie tun, halt richtig sind. Aber dass sie dann in Dual Overlord rauskommen, ist halt nicht bestätigt. Und von daher, danke nochmal für deinen Kommentar, René. Deswegen möchte ich hier durch seinen Kommentar nochmal darauf hinweisen, dass die meisten Karten davon zwar im OCG oder halt all diese Karten im OCG erschienen sind, aber es nicht gleich heißt, dass wir sie im TCG in der Dual Overlord Box bekommen. Ich allerdings gehe davon aus, dass die meisten Karten davon früher oder später ihren Weg ins TCG finden werden. Von daher sind die Kartenspoiler für euch nicht komplett nutzlos. Da halt die Effekte sich nicht ändern werden, die sind natürlich so, wie ich sie halt vorgetragen habe. Und das wollte ich hier nochmal kurz ansprechen. Die jetzigen Karten, die ich heute anspreche, sind auch wieder nur Spekulation. Halt fürs TCG. Aber dennoch möchte ich sie euch vorstellen, weil ich denke, früher oder später werden sie dennoch rauskommen. Und dann haben wir hier schon einmal ein grobes Wissen über die Karten und wissen, was halt diese Karten können. Von daher denke ich, dass es nicht komplett nutzlos ist, sich dieses Video anzuschauen.
Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der ersten Karte. Und zwar haben wir hier Reptilianische Ishida. Vom Kartentyp haben wir hier ein Effektmonster. Link 2 mit den Attributen Finsternis, den Typen Reptil und den ATK 200. Was ja bei den meisten reptilianischen Monstern der Fall ist. Dann für ihre Linkbeschwörung braucht ihr die Materialien zwei Monster, darunter ein Reptilienmonster. Und jeder Effekt von dieser Karte ist once per turn. Sie hat genau zwei Stück. Ich beginne einfach mal mit den ersten. Wenn diese Karte Linkbeschworen wird, wir können ein offenes Monster wählen, was der Gegner kontrolliert und seine ATK halt zu 0 werden lassen. Was ja auch eigentlich eher üblich ist halt für die reptilianischen Monster. Und auch die Mechanik ist, beziehungsweise halt die Strategie hinter dem Deck. Von daher hier schon mal ein eher unbesonderer Effekt, wenn man das so sagen kann, aber dennoch ein sehr hilfreicher. Von daher, der erste Effekt schon mal gut, dann kommen wir zum zweiten. Während der Main Phase, du kannst Reptilmonster von deinem Deck der Hand hinzufügen, abhängig davon, wie viele Monster der Gegner kontrolliert mit der ATK 0. Dann könnt ihr allerdings aber für den Rest dieses Spielzuges keine Monster mehr vom Extra-Deck beschwören, außer halt Reptilmonster. Ich finde allerdings aber, der zweite Effekt von dieser Karte ist für das reptilianische Thema extrem gut. Erinnert auch ein bisschen an Schlangenregen, ist eine alte Zauberkarte halt für Reptilien, die aber allerdings, denke ich mal, ein bisschen besser ist, weil ihr halt keine Monster des Gegners von der ATK halt auf Null bringen müsst. Von daher ist das natürlich ein bisschen spezifischer, aber es gehört halt einfach zum Thema dazu. Und von daher finde ich das so als Sucheffekt ziemlich cool. Und ich weiß gar nicht, zählen Tokens auch dazu? Also, dass man dem Gegner irgendwie Tokens gibt und diese dann verwendet für diesen Effekt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Karte. Und diejenigen, die sich noch daran erinnern können, als ich das Senka-Thema vorgestellt hatte, dort habe ich ja gesagt, wenn diese nicht Meta werden, werde ich ein musikalisches Deck bauen und das halt als Deck-Profile hochladen. Und hier haben wir hier direkt ein Link-Monster für halt dieses Thema, was ich ziemlich cool finde. Und zwar Bloom Harmonist the Melodious Virtuoso. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, wer die Karte sich schon angeschaut hat und den Namen auch schon gesehen hat. Ich denke aber auch nicht, dass sie so rauskommen wird. Dennoch ist dieser Name ein Zungenbrecher. Dann kommen wir zu ihren Kartentypen. Und zwar haben wir hier ein Effekt Link 2 Monster. Mit den Attributen und Typen Licht und Fee. Bei den ATK haben wir ganze 1000. Dann bei ihren Materialien für ihre Beschwörung braucht ihr zwei Feenmonster, also nicht generisch. Und jeder Effekt, der jetzt kommt, also es sind ganze zwei Effekte, die sind allerdings alle once per turn bei ihrem ersten Effekt. Wenn diese Karte Link beschworen wird, wir können eine Karte abschmeißen, also discarden. Und dann zwei Melodious Monster in die Verteidigungsposition von unserem Deck spezial beschwören. Mit allerdings unterschiedlichen Stufen. Und sie kommen halt in die Zone, wo dieses Monster halt drauf zeigt. Des Weiteren könnt ihr für den Rest dieses Spielzugs keine Monster mehr spezial beschwören, außer halt Melodious Monster. Und das ist natürlich ziemlich einschränkend, aber es ist halt für den Rest dieses Spielzuges. Heißt, ihr könnt diese Karte quasi als letztes beschwören, wenn ihr alle Karten, die zum Beispiel nicht zum Thema direkt gehören, spezial beschwört habt. Und dann diesen Effekt als letztes aktiviert. Und dann kommen wir zu ihrem zweiten Effekt und dort, wenn ein Melodious Monster angreift, wo diese Karte halt drauf zeigt, kann der Gegner bis zu Ende der Damage Step keine Effekte und Karten aktivieren. Ist definitiv ein sehr starker Effekt und auch durchaus hilfreich. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Karte, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar haben wir hier Lip the World Key Master. Sie ist vom Kartentyp ein Effekt, Link 2 Monster mit den Attributen Licht, den Typen Cybers und ATK 2000. Dann kommen wir noch zu den Materialien, die diese Karte braucht, um halt beschworen zu werden. Erst einmal klingt es sehr generisch und zwar braucht ihr zwei Monster dafür. Allerdings müsst ihr eine Weltvermächtniskarte im Friedhof haben, um diese Karte halt Link zu beschwören, weil es heißt hier einfach, dass diese Karte nicht Link beschworen werden kann, solange halt keine Weltvermächtniskarte im Friedhof liegt und das ist natürlich sehr einschränkend. Dennoch braucht ihr für diese Karte halt nur zwei Monster. Und im richtigen Deck ist das definitiv sehr hilfreich. Und da man zum Beispiel den Wachdrachen ja auch spielt, was eine permanente Karte ist, oder zum Beispiel die Nachfolge, könnte man das dennoch generisch einbauen. Und dann kommen wir zu ihrem ersten Haupteffekt und zwar, während der Main Phase, ihr könnt eine Weltvermächtniszauber der Falle von eurem Deck setzen. Diese könnt ihr allerdings nicht aktivieren, es sei denn, ihr kontrolliert ein Weltvermächtnismonster. Und dann kommen wir zu ihrem generischen und halt auch zweiten Effekt. Wenn diese Karte als Link-Material auf den Friedhof gelegt wird, können wir eine Karte auf dem Spielfeld ins Deck zurückmischen. Das ist erst einmal kein Wähleffekt. Es zerstört nicht und es mischt halt einfach ins Deck zurück, was sehr stark ist. Zudem muss sie halt einfach nur als Link-Material auf den Friedhof gelegt werden. Dennoch finde ich zum Beispiel halt im Weltvermächtnis-Deck an sich oder in Chrysadia
könnte diese Karte sehr stark sein, vor allen Dingen halt wegen ihrem zweiten Effekt. Und meiner Meinung nach auch die beste, die ich heute vorgestellt habe. Aber dennoch finde ich zum Beispiel auch die Melodius-Karte oder das Reptilianisch-Monster sehr interessant. Und mich würde es freuen, wenn ihr zu allen drei Karten, die ich heute vorgestellt habe, eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare schreibt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen aktiven Like nach oben da lässt. Wenn ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, könnt ihr diesen natürlich auch gerne abonnieren. Natürlich nur, wenn euch mein Content gefällt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen.